Sugar, how you get so fly? Guten Tag, Leute, und willkommen zu einem weiteren Daily Video von mir und mit meiner neuen Kamera heute. Richtig cool, und ich hoffe, die Qualität ist jetzt um einiges besser. Denn unter meinem letzten Video haben viele geschrieben, dass die Qualität scheiße ist, aber kann sein, dass ich so viel mit der Kamera rumgewackelt habe. Wir sitzen hier wieder auf meiner Couch und wir haben was Cooles vor. Und zwar, wir machen heute Ich habe noch nie. Und das wird sehr spannend, weil ich habe letztens in meiner Insta-Story was hochgeladen und da konntet ihr ein paar Fragen reinschreiben. Ja, ich hoffe, Laura ist heute nicht wieder kriminell unterwegs. Ja, war sie ja in einigen Videos, aber ich würde sagen, wir fangen direkt mit den ersten Fragen an. Ich bin gespannt, ich habe da selber noch gar nicht reingeschaut. Ich dachte, du niest jetzt. Ich habe noch nie in einem wichtigen Gespräch gefurzt. Du auch nicht? Ich kann mich nicht daran erinnern. In einem wichtigen Gespräch. Hattest du mal so ein Bewerbungsgespräch oder so? Ja, aber da habe ich doch nicht gefurzt. Ja, ich hatte noch nie ein wichtiges Gespräch, keine Ahnung, aber nee, habe ich nicht. Ist doch, glaube ich, besser so. Nächste Frage. Ich habe noch nie geraucht, gesmoked. Ich habe ehrlich gesagt noch nie. Doch, nein, nee. Ehrlich. Also, Zigaretten habe ich wirklich noch nie. Nein, ich finde das richtig eklig. Habe ich noch nie. Na, aber keine Scheiße. Von wem wohl? Nein, habe ich ehrlich nicht. Ich glaube dir das nicht. Okay, aber habe ich ehrlich nicht. Ich finde das richtig eklig. Ich habe das in meiner Crack-Phase. Schon nicht. Ja, okay, Laura ist ja schon einiges älter als ich. Und von daher hat sie etwas mehr erlebt als ich. Aber ja. Nee, ich hab nicht geraucht. Dein Alter war schon das Alter, wo ich schon runtergekommen bin von meinem Trip. Okay, nächste Frage. Ich habe noch nie die Katze, Kira, die Katze fast vor der Treppe geschmissen. Ich hab auf jeden Fall, mein du? Gott. Ja! Wenn man immer so morgens, wenn ich runtergehe, wenn die essen wollen, dann rennen die einfach hinterher, ne? Und dann richtig nah neben dem Bein. Und ich sehe das immer nicht. Und dann kicke ich die immer aus Versehen weg, so nach vorne. Die nächste Frage ist eine sehr spannende Frage. Ich bin noch nie fremdgegangen. Achso, ich dachte gerade, du hast dich hab. Nee, noch nie eigentlich. Nur. Du willst doch fremdgehen. Wie eklig ist deine Tasche denn bitte? Oh, das ist jetzt nicht Thema hier. Welches Mädchen? Das, die ist hallo, mit so einer Tasche rum. Die habe ich zur Schule getragen damals und dann benutzt sie doch nicht mehr. Nächste Frage. Das könnte auch ganz spannend sein. Wir haben noch nie zusammen gekackt. Warte mal kurz. Nein! Auch nicht beim Zelten oder so. Ich weiß es nicht. Aber früher hat man sich doch mal zu zweit auf die Toilette gesetzt. Nein. Aber das habe ich mit meinen Eltern und Schwester vielleicht gemacht. Ich glaube nicht. Das wäre voll eklig. Nächste Frage. Einem Lehrer einen Streich gespielt. Und zwar einen richtig miesen Streich. Richtig miesen. Warte, ich muss kurz überlegen. Glaub nicht. Nee. Trau ich mich gar nicht. Trau mich. Jetzt musst du mal erzählen. Hey, warte mal. Also, dass es wirklich von mir aus kam. Also, ich wurde immer beschuldigt für die ganzen Streiche, obwohl die gar nicht wirklich von mir kamen. Wir nehmen jetzt noch ein paar Fragen. Ja, Kira liegt hier da gerade ganz gemütlich. Ich habe noch nie überlegt, mit YouTube aufzuhören. Gut, die direkt reagiert voll. Okay. Jetzt echt? Hast du schon? Ja. Ich nicht. Doch. Also doch, ich auf jeden Fall. Ja, wenn man so Daily Vlogs macht und dann so mega gestresst ist, dann denkt man sich auch so ein paar Mal, nee, ich habe keinen Bock mehr, aber das passiert aber mir nicht. Aufhören? Ja, doch, ich habe schon mal drüber nachgedacht. Okay, die allerletzte Frage für heute. Ich habe noch nie den Rasierer von meiner Schwester benutzt. Ja. War nicht mein, oder? Wir sind Geschwister. Meiner lag da nicht. Ich war schon in der Dusche und der lag in meinem Zimmer und ich hatte keinen Bock, extra in mein Zimmer zu gehen. Und ich frage mich immer, wo diese langen schwarzen Haare. Okay, Leute, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video ging jetzt irgendwie nicht 5 Minuten oder so. Doch, Isabel.
Das Video geht nur 5 Minuten. Das ungeschnittene Video ging nur 5 Minuten. Ich habe in dem Video gesagt, ja, das geht bestimmt 10 Minuten, aber wenn du ein Abo da gelassen hast, dann lass jetzt gerne ein Abo da und werde ein Teil von der Kira Sakic. Laura Primetime Army. Den Primetime Army. Ich werde ein Teil von der It's Me Army. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Hollywood is forever. Peace out. Tschüss. Oh.